Mit einem Schlurp könnt ihr sehen, wie die Rüstung des Ritters samt Leichnam in den Sumpf reingezogen wird, von dem holzigen Weg runtergezogen wird und im ewigen Sumpf verschwindet. Das war unglücklich. Was war das? War es ein Dämon? Nun, ich vermute, es war ein Geschöpf, das nur hier wahrscheinlich wächst oder nun gepflanzt wurde. Ob es nun ein Dämon war, ich denke nicht. Ich möchte mir das mal genauer anschauen mit Magiekunde, ob ich die Merkmale eines Arkobal daran erkenne. Ja, Dämonologie, klar. Du siehst, wie die Wurzeln wohl vor allem ins Unwasser reichen. Nicht nur mit den, ja, nicht nur mit den Wurzeln, sondern auch mit den Ästen. Da, wo sie runterhängen, pumpen sie Unwasser nach oben. Es kann ein Arkobalt sein, aber vor allem ist es wohl Keryptid merkwürdig pervertiert. Auch wenn du suchst, 8 Hörner scheint das Ding nicht zu haben, aber 4 definitiv, die da wohl unheilig nach oben ragen und sich als Äste getarnt haben. Aber es sind tatsächlich Hörner. Faszinierend, so etwas habe ich noch nie gesehen. Eine Perversion des Humors. Ah. Ich frage mich, ob so ein Wesen schon jemand mal katalogisiert hat. Vielleicht sollten wir es studieren und natürlich auch vernichten. Ja, wir sollten es vernichten. Warum sucht ihr nicht schon einmal nach einem Platz, an dem wir vielleicht übernachten können? Und wir kümmern uns um diesen Baum. Gut, dann suchen wir mal in einigem Abstand, aber wiederum nicht zu viel Abstand. Dann gib mir mal eine Wildnislebenprobe. Für Ja. einen passenden ja, Platz im Sumpf ist natürlich erschwert, wie erschwert. Das sage ich euch nicht, aber sumpfkundig zählt als Erleichterung. Hat jemand sumpfkundig? Nein. Ich würde das würfeln, wenn sonst niemand möchte, weil ich glaube, ich gerade nicht viel beitragen kann, mein Patzer. Ich würde mitgehen, um Boltax zu beschützen, aber mich auf seine Expertise verlassen, trotz allem. Okay, dann mal eine Wildnislebenprobe. Die wäre gelungen, aber natürlich kenne ich die Erschwernisse nicht. Deshalb wahrscheinlich nicht. Oder wenn dann ganz klar. Ja. Nach wenigen Metern, die du dich im Sumpf befindest, du versuchst immer so ein bisschen dann nicht im Schlamm zu tief zu versinken und hüpfst dann immer von Stelle zu Stelle. Kannst du dann in der Dunkelheit auf unweit des Weges eine kleine Hütte treffen? Eher ein Holzverschlag mit Fenstern, Türen, perfekt zum Übernachten. Sulamin, sieh mal den Verschlag. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wem oder was er gehört. Es gibt auch so einen kleinen Zaun drumherum. Normalerweise würde ich sagen, ein Glücksfall. In diesem Fall würde ich sagen, lasst uns zurückgehen und den anderen berichten. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Na gut, denke. Also ich mustere diese Hütte aufmerksam und lausche auch, aber möchte im Moment nicht hingehen, also nicht, bis wir die ganze Gruppe beisammen haben. Ja, ich würde auch gerne eine Sinnesschärfeprobe würfeln, ob ich irgendwas hören kann, ob sich dort drin jemand bewegt oder ob eventuell sogar Licht brennt oder Ja, sehr Rauch schöne aus dem. Probe, klar. Ihr könnt beide erkennen, wie wohl die Vorhänge kurz beiseite geschoben werden und im Inneren gab es wohl sowas wie einen Kerzenschein. Trotz der späten Uhrzeit. Scheint wohl jemand zu Hause zu sein. Möglicherweise nicht jemand, dem wir begegnen wollen. Dann unsere Zielperson. Dazu sind wir noch zu nah an Feuerhafen. Ich weiß nicht, wo unsere Zielperson genau steckt. Vielleicht könnte sie es auch sein oder jemand, der unsere Zielperson kennt. Dann sollten wir es riskieren, aber lasst uns vorsichtig sein und erst einmal zu den anderen zurückgehen. Denke auch. Wenn ihr zu den anderen zurückkommt, seid ihr wohl der Meinung, dass ihr seid hier, wie gesagt, nur an diesem komischen Holzpfad
Und diese Trauerweide, die hier direkt neben dem Weg wuchert, aber sie fühlt sich irgendwie, es ist keine richtige Lichtung, trotzdem fühlt es sich beklemmender an, wenn ihr wieder zurückkommt, und enger. Ihr könnt das nicht genau in Worte fassen. Sind die anderen da? Die anderen sind da. Also ich behaupte, dieses Geschöpf ist ein merkwürdiges Zwitterwesen aus zwei Domänen. Ähnlich den Archen. Also könnt ihr es nicht entschwören, weil es zu sehr in der dritten Sphäre verankert ist? Nun, eine genaue Analyse steht natürlich noch aus, aber ich denke, diese Art von Dämonen wurde bis jetzt noch nicht katalogisiert. Was sagt ihr, Isarun? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein, lasst mich einmal meine Zauber wirken. Ja, ich möchte Odem und Analys dann halt wirken. Wie war das mit den... Kriege ich die halben als die Bonus halben, ja. Für Analys? Ja. Ja, okay. Da lasse ich mir auch Zeit und... Währenddessen, Rafim, du hast den Eindruck, als würde sich ein Mund im Stamm formen, während Isarun die Arkanen Zauber spricht. Ja, ich behalte das mal im Auge. Wachsen diese Äste immer noch in unsere Richtung, oder? Immer mal wieder. Der eine oder andere, der sich sorgsam um dich schmiegen will, du kannst sie abschlagen, sodass sie dich nicht hier würgen. Aber ja, immer mal wieder. Und du weißt auch gar nicht, ob die aufhören. Denn da, wo du einen abschlägst, kannst du sehen, wie zwei von der anderen Seite durch den Wind wieder nach drüben getragen werden, auf dich zu. Können wir jetzt endlich gehen und den Dämonenbaum Dämonenbaum sein lassen? Giftiges Harz tropft von den Schnittstellen nach unten. Finn und ich haben uns nach einem Lagerplatz umgesehen. Es sieht leider nicht gut aus, aber wir sind auf eine Hütte gestoßen. Wir sind uns nicht sicher, ob dies ein Glücksfall ist oder ob wir sie eher meiden sollten. Wir dachten uns, wir kommen auf jeden Fall erstmal zurück dort. Allerdings scheint sie bewohnt zu sein. Wir konnten kurz seinen Lichtschimmer erkennen. Ja. Konntet ihr den Bewohner erkennen? Selbstverständlich. Eine 2,5 Meter große Frau, blond, hat einen Schnurrbart. Nein, natürlich nicht Abemir. Ich glaube nicht an Glück in diesen Landen. Aber wir suchen jemanden. Jemanden, der im Sumpf lebt. Aber ich weiß nicht, ob wir schon weit genug dafür gekommen sind. Weil irgendwann werden wir uns bei jemandem erkundigen müssen. Ich bin nur nicht sicher, ob jetzt bereits der Zeitpunkt dafür ist. Nun, wenn wir hier fertig sind, können wir uns um diese Hütte kümmern, denke ich. Aber stellen wir Isarun ihren Zauber nicht. Seid ihr sicher, dass der Baum nichts weiter tut als dieses Wurzel-Dings? Es fühlt sich komisch an, seit wir zurückgekommen sind. Wie? Was meinst du damit? Ich fühle mich eingeschlossen, obwohl wir mitten auf freier Fläche stehen. Interessant, könnt ihr das näher ausführen? Stimmt, mir ging es auch so, als wir wieder aus dem Sumpf herkamen. Wie eine Verzerrung des Raumes. Sekunde, ich komme mal ein Stück Papier raus, ein Stück Parlament und schreibe mir mal diese Beobachtung. Was fühlt ihr noch in Gegenwart dieses Dämons? Isarun schlägt die Augen auf. Raus hier. Oh, was für eine Erkenntnis. Ja, ich würde mich von der Lichtung oder dem freien Fleck, auf dem wir stehen, distanzieren. Puh, das ist definitiv eine neue Wesenheit. Und eine sehr, sehr mächtige, tief verwurzelt, aber ihre Wurzeln reichen in zwei Domänen in den Niederhöllen. Ja, wie ich vermutet hatte. Konntet ihr einen Namen, ein Bildnis empfangen? Nein, sie hat tatsächlich einen relativ weiten Einfluss, etwa bis
dort seht ihr diese Buschreihe. Das ist, also sie verfügt auch über mehrere arkane Fähigkeiten, eine Art Sumpfstrudel zum Beispiel. Das Pandemonium, natürlich auch lebende Dornenranken. Interessant, interessant. Ich hatte eher das Gefühl, sie versucht uns einzulullen. Habt ihr eine Idee, wieso sie nicht Gebrauch gemacht hat von diesen Fähigkeiten? Nun, vielleicht braucht sie etwas länger dafür, diese Kreatur. Als würde sie dich hören, kannst du sehen, wie eine rote Rose hervorsprießt. Dort, wo eben der Ritter lag. Sulamin sieht etwas entsetzt aus. Danke auch, Dämonenbaum, aber nein, danke. Also, die Domänen der tiefen Tochter und des Schänders der Elemente, oder? Korrekt. Interessant. Ich brauche mehr Zeit, um einen wahren Namen herauszufinden. Ich habe eine Ahnung bekommen, aber dafür braucht man definitiv mehr Zeit. Ich glaube, es ist möglich, diesen... Viele Leute tun hier nicht leben, aber nicht sind sie. Hunger, wa? Komm mit, ob ihr habt einen dicken Quacker im Pott. Ihr könnt euch umdrehen und seht eine alte Vettel, die dort steht, mit einem Tuch um ihren Kopf, um ihre Haare, mit einer Schürze, einem zitternden Stock und sie sieht euch nicht an, weil sie blind ist, aber sie schaut in eure Richtung. Lemmin ist richtig zusammengefahren, als sie plötzlich hinter sich eine Stimme gehört hat in dieser unheimlichen Umgebung. Und jetzt bei dieser Einladung, ich würde versuchen, die Frau einzuschätzen, also mit Menschenkenntnis. Ja. Abelmir und Rafim dürfen noch Anatomie würfeln. Das dürfen eigentlich alle machen, aber ich weiß, dass ihr beide was hoch habt. Weißt du. Ich mach lieber Menschenkenntnis. Ja, während ihr sie mustert und betrachtet, könnt ihr tatsächlich sehen, wie sich hinter ihr durch den Sumpf eine weitere Person schiebt und ein ebenso, er ist nicht ganz blind, aber er hat so einen silbrigen Blick, zittert aber genauso wie die Frau, schiebt sich da wohl der Ehemann dazu. Hier ein Napf. Schmeckt nicht jedem, aber es gibt Haare auf der Brust, sagt man immer. Auch für dich. Einfache Leute sind wir. Aber wenn man sie mal kennt, nett sind wir. Du musst wachsen, Minion. Die Götter mit euch, gute Leute, sagt Sulamin so ein bisschen demonstrativ und guck mal, ob die auf die Erwähnung der Götter irgendwie reagieren. Eine Travia, gefällige Einladung. Finsternacht, gefährlich draußen. Kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Hab Dank. Alles an dieser Einladung und alles an diesen Personen lässt euch abstoßend. Vielleicht sogar noch abstoßender als dieser Baum, der in den Sphären wurzelt. Aber mir das Zittern und die Blindheit scheinen wohl nicht von dem Alter her zu rühren, sondern eher von sowas wie Kannibalismus. Ich flüstere mal zu Isa und seid vorsichtig. Diese Menschen sind, ich weiß nicht, sie ernähren sich wohl von ihresgleichen. Sie scheinen sich dabei wohl gerade in einer gutturalen Sprache zu unterhalten, die Boltax so ein bisschen an die Wassersprache erinnert. Die anderen können sie überhaupt nicht verstehen. Der Opi dreht sich wieder um und watschelt wieder zurück. Die Frau winkt euch zu. Es gibt wohl einige Krankheiten, die durch, Kannibalismus übertragen werden. Sie scheinen darunter zu leiden. Lemmin hört wahrscheinlich nicht unbedingt, was Abelmir sagt, aber sie sagt zu der Frau, unseren Novizinnen sagen wir, sie sollen nicht mit Fremden mitgehen und wir haben noch ein Stück die heute Nacht. Aber hab Dank für die Einladung.
Draußen gefährlich. Ich bin Luther, jetzt kennt ihr mich. Kommt da rein. Dicken Quacker. Das war kein topischer Akzent, was die da gesprochen haben. Diese Wesen verstammen? Naja, sie wohnen in der Nähe der blutigen See. Ich krieg auch meinen Säbel nicht aus der Hand. Ja, derweil dreht sich wohl auch die alte Vettel wieder um und zittert wieder zurück in Richtung der alten Hütte, die er gefunden hat. Kommt mit. Ja, wir sollten von hier verschwinden. Das ist eine gute Idee. Ich würde nichts essen, was diese Leute mir anbieten. Na gut, dann gehen wir halt weiter. Aber sie haben uns jetzt gesehen. Ja, und? Wenn sie es weitererzählen. Was? Ach, wer glaubt denen schon? Lass uns weggehen. Ja, ich denke, das ist sinnvoll. So verzichtet ihr zunächst auf den Schlaf und könnt im Sumpf vorbei an der Weide gehen und lasst auch die seltsamen, das ältliche Ehepaar einfach zurück. Geht noch die einen oder anderen Meter, Stunde um Stunde, bis ihr schwächer seid. Aber trotz des Schlafes, der euch fehlt, könnt ihr demnächst wieder das Pallasmal erblicken, was dort im Osten aufgeht. Eine schöne Farbe, die jetzt über den Sumpf gezaubert wird, und ihr folgt weiter dem Weg, auch wenn ihr ziemlich kaputt seid, der Schlaf, der euch fehlt, einen weiteren W20 auf der Zufallstabelle. Während ihr weitergeht, wird wohl ein kleiner Wald an euch heranwachsen, auch wenn auf der linken Seite von euch ein kleiner Pfuhl sich öffnet. Ein See kann man nicht wirklich sagen, weil er so sehr schlammig ist, aber definitiv nicht mehr betretbar, sondern wirkliches Wasser, was dann tieferen Grund hat. Und auf der rechten Seite könnt ihr derweil erkennen, wie ein großes Gebiet, was hier wohl von Daunen, federartigen, weißen Fläumen bedeckt ist, die an den Bäumen aufragen und sogar lange Bärte bilden und verleihen. Ich würde gerne eine weitere Pflanzenkunde-Probe würfeln, die ich besser kenne. Zeit für den nächsten Patzer oder den nächsten Cut? Mal schauen. Auch ungefährlich. Ja, du betrachtest das Ganze, könnte eine Art Pilzspore sein. Mit Pilzen kennst du dich aus, aber also du würdest sagen, wenn man das berührt, könnte es sich in Staub auflösen. Das sollte man sicherlich nicht einatmen, denn das führt zu schweren Halluzinationen, aber sicher bist du denn nicht. Dolamin. Ja. Ich denke, wenn man das zermalt und die Sporulation übergeht, könnte es eine Art halluzinogenes Atemgift sein, dadurch entsteht. Na, großartig. Dann bewegt euch vorsichtig und zieht euch was über Mund und Nase. Wie gut, dass wir diese Masken gekauft haben. In der Tat, das war eine sehr weise Entscheidung. Dieser Tümpel da gefällt mir auch nicht. Alter, die Götter wissen, was drin lauern. Nun, nicht alles hier ist schlecht. Ich habe mich bei dem Baum zugegebenerweise geirrt, aber wir dürfen nicht vergessen, selbst in tiefster Dunkelheit gibt es Licht und gute Orte. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Tümpel ein Leuchtfeuer des Lichtes ist, aber er muss nicht unbedingt ein schlechter Ort sein, nur weil er schlammig ist und man den Grund sehen kann. Es ist schon gut. Es war einfach nur eine anstrengende Nacht. Sollte nicht in irgendeinem dieser Wälder so ein Widerstandsnest sein? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir dafür schon weit genug gegangen sind. In meiner Vorstellung zumindest ist es näher an Mendena als an Feuerhafen sein. Außerdem, wenn es so leicht zu finden wäre, wäre es nicht mehr da.
Das stimmt. Ich würde auch eher davon ausgehen, dass sie uns finden, nicht umgekehrt. Ja. Lass uns hier weitergehen. Vorbei an diesen Dämpfen. Nach zwei Stunden auf dem Pfad, auf den Stegen, könnt ihr den Wald durchquert haben und findet einen Wegweiser, einen Wegstein, denn der Wegweiser ist hier wohl vermodert und verrottet, liegt daneben, abgebrochen und kaputt. Aber der Stein ist wohl noch ganz, auch wenn die Ranken nach oben wachsen. Ihr könnt sie ja mal entfernen und könnt sehen, wie wohl ein Pfeil in Richtung des Hagensmoor deutet. Dorthin führt allerdings kein Steg. Ihr könnt nur sehen, wie wohl einige Torfstecher, einige Gruben hier gegraben haben und die Überbleibsel ihrer Arbeitsreste, die dann hier noch zu sehen sind. Aber ein Weg durch das Moor führt hier nicht. Das war's dann wohl mit dem ausgebauten Weg. Ihr könnt auch weiter nach Süden, dann würdet ihr beim Hagensmoor vorbeilaufen. Ja, wenn wir da reinlaufen, bringen wir uns um. Auf der anderen Seite müssen wir da rein, oder? Wieso? Ja, ich dachte, da wohnt dieser Totengräber. Ja, der soll irgendwo bei Mendena sein. Das ist noch ein ganzes Stück südlich. Oh. Ich stelle mir vor, wir treiben irgendwo in der Nähe unseres mutmaßlichen Zielgebietes irgendwelche Dörfler auf, die keine verrückten Menschenfresser sind. Und ja. Vielleicht verraten die dann Widerstandskämpfern, dass wir da sind? Wir sollten uns auf erstmal ein Lager suchen. Lange können wir nicht mehr marschieren. Richtig. Nicht ewig durch. Na gut. Macht Sinn. Ja. Versuchen wir es hier nochmal. So führt euch der Weg direkt ins Moor. Die Wege sind schmal und verschlungen. Direkt neben ihnen glänzt der feuchte Boden, mit hohem Gras bewachsen. Sträucher und Hecken dominieren die Landschaften, überall dieses Gras. Wenn ein oder ein Stiefel, den ihr verliert, wieder rauszieht und dann verdreckt wieder ankleiden könnt, hat irgendjemand von euch Eitelkeit oder... Lauf barfuß. Ja. Irgendeinen anderen Nachteil. Ich habe Eitelkeit. Peinlichkeit. Ich natürlich auch. Natürlich. Alles, was ihr tut, ist um Eitelkeit bzw. um euren Nachteil erschwert. Alles. Sträucher und Hecken dominieren die Landschaften. Einzelne Bäume stehen mahnend am Moor. Ihr betrachtet sie noch einmal. Boltax, der den Kopf schüttelt und mich drumherum lenkt. Die Ältesten unter ihnen recken ihre toten und nackten Äste morbide in den Himmel. Die Weizenfelder und die Bauernhöfe gibt es hier nicht. Ihr seht nur niedrige Karten, die dann irgendwann vor euch auftauchen und einen weiteren Stein, der das Ganze hier dann kartografiert, klassifiziert. Ihr könnt Torfstecher erkennen, Familien, die auf engstem Raum leben und einige, die Ziege oder Schafe direkt in der Nähe halten, in sehr kleinen Verschlägen. Einen Stall oder so etwas gibt es hier nicht. Die Torfstecher beobachten euch sehr misstrauisch und wortlos, wenn ihr dann auf sie zugeht. Gibt kein Gruß, kein freundliches Hallo, verdreckte Gesichter, die euch anstarren. Und sie hören dann mit ihrer Knochenarbeit auf. Gibt noch einige Kinder, die hölzerne Karren mit Torfsoden hinherschieben zu den Trockenplätzen. Aber auch sie lächeln nicht. Sie sind nur das harte Leben gewohnt und blicken euch finster an. Frage außer Hörweite mal leise. Hier? Grüßt man hier noch mit den Göttern? Oder? Weiß nicht. Nun, hoffentlich ja. Diese Torfstecher, die haben ihre ganz eigenen Traditionen. Es kann gut sein, dass sie sich von diesen Besatzern völlig zurückgezogen haben. Nur das Nötigste an Worten mit ihnen wechseln, dass ich... der alte, der richtige Glaube noch bei ihnen gehalten hat. Wir könnten es probieren. Soll ich das vielleicht machen? Meine Brüder kämpfen ja für alle, die zahlen. Sicher, warum nicht? Vielleicht hätten die auch einen Verschlag für uns, wo wir übernachten könnten. Oder uns zumindest ausruhen können. Ja, ich würde mal auf irgendeinen der ersten Torfstecher zustampfen, den ich sehe. Hey! So. Schiebt sich den Hut in den Nacken. So, wer seid ihr?
Ich bin Kasim. Das sind die anderen. Und jetzt? Jetzt brauchen wir was, wo wir schlafen können. Lange Reise, ihr kennt das mit Sicherheit. Kommt ihr von Medena? Sag mal, das juckt dich überhaupt nicht. Wir zahlen gut und du hältst die Schnauze. Er nickt. Eisbär? Bestes Transporttier, das du finden kannst. Der reißt Dämonen oder andere Sträuber, Diebe, Abschaum. Die, die den Falschen dienen, alles. Corinna, Faraik, macht mal Platz für Gäste. Er hält die Hand auf. Halbes Silber. Ja, ich gebe ihm 2. Er nickt. Ihr habt mich nie gesehen, ihr habt ihr sie nie gesehen. Und wenn ich auf dem Weg nach irgendwohin überfallen werde, von irgendwelchen Arschlöchern und die sagen mir, die kamen von hier oder haben sie von euch gehört. Er zieht sich wieder den Hut ins Gesicht und macht weiter mit dem Torfstechen. Gut. Dann würde ich die anderen mal ranpfeifen. Und, Kasim. Wir können hier schlafen. Sie haben uns nicht gesehen. Das ist gut. Gut, gut. Eine ziemlich verdreckte Frau kommt auf euch zu und weist euch dann 2 Hütten, in denen ihr unterkommen könnt, wo ihr eng und eng aneinander gekuschelt erst einmal schlafen könnt. Der Eisbär muss natürlich draußen bleiben, für den ist kein Platz. Aber ihr könnt die riesige Kiste noch mit nach drinnen holen, damit sie sicher ist. So könnt ihr zumindest die erste Zeit schlafen, euch erholen von der Seereise, von der beschwerlichen Ruderei, dem Krieg. Erinnert euch noch einmal zurück, wie das Ganze angefangen hat, der Urlaub in Fasar. Was wollen jetzt die anderen machen? Eure Männer, eure Frauen, eure Kinder. Und nach 6 Stunden steht die Sonne hoch im Himmel und scheint direkt auf das Moor, auf den Torf und auf eure Hütte, sodass ihr von der ekelhaften Hitze im Ingerim wieder nach draußen getrieben werdet. Die Luft ist stickig, zumindest im Inneren, und draußen ist sie umso schlechter mit Wasser gefüllt. Die Luftfeuchtigkeit ist unglaublich hoch. Und starrt immer noch in die einfachen Gesichter der Männer und Frauen, die ihr schwerste Arbeit tun und Torf stechen.